Ja, hallo und herzliche Grüße, liebe Zuschauer, zum heutigen Nachmittag-Event des JFD Live Tradings TV am 29. April. Ein Tag, der ja bereits heute Morgen schon andeutete, dass es spannend werden könnte, spannend werden dürfte. Und wir sehen, was sehen wir beim DAX? Ein Minus von 3, plus Prozent. Der DAX rauscht hier mehr als 400 Punkte in die Tiefe. Das ist eine Korrektur höchsten Maßes. Hintergrund hier die schwachen BIP-Daten und das, was wir auch zu den Daten heute bei der Sendung vom ja, Vormittag zum einen und dann aber auch direkt zu der News-Sendung um 14:30 Uhr schon angedacht hatten, wenn es hier unter 11.700 Punkte geht und das ist passiert, dann haben wir hier ein glasklares Verkaufssignal. Heute Morgen hatten wir auch die Range hier noch ein Stück weit eingekreist, 11.700 bis 12.025. 12.050 Punkte, eben diese große Range, aber Tatsache war eben auch, und das präferierte Szenario an dieser Stelle, wenn wir hier nach unten das Ganze auflösen, dann könnte es hier einen regelrechten Schub geben. Die Konsolidierung auf hohem Niveau wäre dann praktisch passé und der Markt dann entsprechend vielmehr hier im weiteren Taumel nach unten. Und genau das ist passiert. Der Markt ist jetzt hier rigoros abverkauft worden. Wir haben hier anhand des Wochenpivotpunktes schon das Support Level 2 erreicht. Technisch gesehen jetzt hier der absolute Super-GAU. Also insofern hier die Bullen ganz klar im Rückzug und der DAX hier sichtlich abverkauft. Und das war aber auch schon die Tendenz, die dann leicht präferiert wurde am Morgen. Denn wir haben hier nicht geschafft, die positive Tendenz. Wir gehen mal kurz in den Tageschart. Hier die positive Tendenz vom Wochenauftakt so ein Stück weit reinzuhalten oder aufrecht zu erhalten. Nein, eben mit der sich andeutenden Schwäche mit dem Bruch von 11.700 Punkten deutete sich schon genau dies an. Und wir nähern uns hier eigentlich jetzt schon mit Riesenschritten dieser Supportzone im Bereich 11.350, 11.400 Punkte. Ein ganz, ganz signifikanter Bereich, wenn wir uns hier nämlich den DAX auf Tagesbasis anschauen und hier die Aufwärtstrendlinie seit Oktober letzten Jahres, seit dem Tief vom Oktoberausverkauf beim Bereich 8.350 Punkte damals. Hat der DAX hier eine saubere Aufwärtsbewegung von bis zu 48% und mehr als 4, oder 4, mehr als 4000 Punkten hingelegt. Und genau dieses Level, diese Trendlinie hier, die könnten wir jetzt in Kürze touchieren. Der heutige Fed-Event dürfte hier sicherlich noch ein ganz großer, einen ganz großen Ausschlag geben. Entweder im Sinne eines Pullbacks nach unten an diese Trendlinie, an diese Unterstützungszone, um dann praktisch hier wieder nach oben abzuprallen. Oder aber es gibt hier einen sauberen Durchmarsch. Und dann, meine lieben Zuschauer, dann denke ich, dass der DAX hier mit Blick auf die nächsten Tage, und dann haben wir wahrscheinlich das Motto Sell in May and Go Away tatsächlich vor uns liegen, dass der DAX dann hier auch durchaus noch kräftiger zurücksetzen könnte. Ich will jetzt hier nicht orakeln, aber rein technisch, aufgrund der starken Performance, wären hier Rücksetzer, ja, bis in den Bereich der runden 10.000-Punkte-Marke noch nicht mal ein großer Beinbruch. Ja, es wäre sicherlich eine sehr, sehr scharfe Korrektur, aber eine durchaus gangbare, wenn wir hier das Level um 11.300, 11.400 Punkte nicht verteidigen sollten, dann rauscht es hier nochmal richtig nach unten. Kommt es hingegen, die Fed kann hier für jederzeit Überraschung sorgen, heute Abend hier zu einer kompletten Umkehr der heutigen schwachen Kerze, dann wäre es sicherlich hier eine Möglichkeit, dass der Markt nochmal nach oben Auftrieb erfährt, aber die schwachen Daten aus den USA lassen heute eigentlich nichts Gutes erwarten im Sinne der Fed-Sitzung, die wir dann heute noch vor uns haben. Also die Statements dürften sicherlich negativ ausfallen. Dennoch Intraday-Bereich, 24-Stunden-Indikation. Wir sind hier deutlich tief gelaufen, haben hier wie gesagt schon 400 Punkte plus zurückgelegt, minus 3%. Wenn es eine technische Gegenreaktion gibt, haben wir hier das Support-Level 1. Und hier diese ehemalige Unterstützungszone, jetzt Widerstand 11.700. Also entweder, wie gesagt, direkt weiter Richtung 11.300, 11.400. Das ist nicht mehr weit. Wir haben es direkt vor uns, das Stückchen. Oder aber, und das wäre hier definitiv auch Plan B, wenn es hier einen kurzfristigen Pullback gibt, dann sind das meines Erachtens nach wie vor aber auch Short-Möglichkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ruder jetzt hier akut rumgerissen wird. Es deuten sich, wie gesagt, weitere Verluste an. Die erste Korrekturzielzone 11.350, 11.400 liegt unmittelbar vor uns. Die sollten wir erreichen können, entweder direkt oder eben mit einem kleinen Schlenker nach oben, der vielleicht durch die Fed begünstigt werden würde. Aber ich sehe da hier nicht mehr viel Potenzial jetzt nach oben. Die Bären scheinen hier weiteren Druck ausüben zu wollen. Dazu passt auch, dass Euro-US-Dollar bislang schon über 200 Pips gestiegen ist. Im Sinne dessen, dass wir hier den Indikator als solchen haben, im Sinne der negativen Korrelation. Sie sehen es, was heute passiert ist. Immer wieder dann, wenn der DAX sich erhob, hat der Euro-US-Dollar unten rot, DAX oben grün sich erhoben und heute DAX kippt hier nach unten, Euro-US-Dollar schießt nach oben und die Schere, die sich hier aufgetan hat, auch das wurde schon in einem größeren Artikel unlängst mal beschrieben, die sollte jetzt in Kürze geschlossen werden und sprich beide Underlyings müssten, schrägstrich sollten sich annähern, das spricht
dafür, dass Euro-US-Dollar, und da gehen wir kurz mal hier rein, weiteres Aufwärtspotenzial hat. Wir haben heute die Daily Range, schauen Sie sich das mal an, 200 Pips, Resistant Punkt 3 anhand des Pivotpunktes Euro-US-Dollar heute schon sauber abgearbeitet. Also rein technisch ist jetzt hier die Luft raus, wobei wir das auch schon fast heute Mittag dachten, als der Euro schon 100 Pips zurückgelegt hatte. Aber wir sehen jetzt hier das große Chartbild, Wochenchart ganz kurz, hier Euro-US-Dollar. Wir erheben uns über diesen Widerstand 1,1035 rund und jetzt haben wir 1,14-1,1877 als nächste Ziele. Wir haben hier noch einige 100 Pips nach oben. Was das für den DAX bedeutet, ist vielleicht tatsächlich eine Tendenz in Richtung 10.000 Punkte, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier wirklich so signifikant nach oben schießt. Das ist sehr, sehr interessant. Hier auf Tagesbasis nochmal Euro-US-Dollar ganz kurz im Bild. Wir haben den Widerstand überwunden. Es ist noch kein Daily Close. Das endet erst 23,59,59, keine Frage. Nach dem Fed-Event kann hier noch viel passieren. Vielleicht gibt es aber nochmal 1, 2, 300 Punkte obendrauf im Sinne eines ganz deutlichen Ausbruchs oder aber die Kerze kehrt sich komplett um. Kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Ich bleibe hier beim bullischen Szenario im Sinne dessen, dass die Fed sich hier ein Stück weit von ihrer Zinsanhebungspolitik-Aussicht hier nochmal zurückzieht. Doch was machen jetzt eigentlich die Amerikaner? Die haben hier mit dem schwachen Bruttoinlandsprodukt eigentlich einen obendrauf bekommen. Wir sehen ja den S&P 500. Hier machen wir das direkt im Tageschart. Ja, da ist im Prinzip der Ausbruch auf neues Allzeithoch nicht gekauft worden. Nicht hohe Umsätze, schwache Umsätze, keine signifikant starke Ausbruchskerze. Gestern hier der Rettungsversuch nach den Tagestiefs wieder schön nach oben gelaufen, aber heute wieder die Retourkutsche. Und wenn jetzt kein positives Feedback von der Fed kommt, dann sieht es so aus, als würde eben auch hier der S&P 500 eine Korrektur einschlagen, die dann eben auch hier den DAX deutlich nochmal schwächen dürfte. Und meines Erachtens sieht das so aus, als hätten die Indizes im Sinne dieses Fehlausbruchs, also der S&P 500 im Sinne dieses Fehlausbruchs, hier viel mehr weiteres Abwärtspotenzial, was sich recht deutlich entfalten könnte. Hier kann nur ein ganz positives Statement der Fed helfen. Das wäre bei Preisen in über 2120 Punkten dann der Fall. Dann würde es sicherlich hier eine ganz, ganz schlagartige Erholungsrallye geben. Die halte ich aber für aktuell wenig wahrscheinlich. Wenn wir über 2120 Punkte per Tagesschluss gehen, sind die Bullen hier definitiv am Drücker. Das dürfte dann auch den DAX natürlich nach oben heben. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass der S&P 500 hier weiter nach unten abdriftet. Im Intraday-Bereich stehen wir hier unmittelbar vor der Unterstützung. Hier im Tagesschart 2100, 2105 Punkte. Muss ich jetzt mal aktuell grün machen. War mal rot, jetzt mache ich sie grün. Genau vor diesem Bereich stehe ich jetzt aktuell, steht der S&P 500 aktuell. Und hier jetzt im Stundenchartintervall sehen wir das gleiche, 2105 Punkte. Da ist der Markt jetzt aktuell gefangen, genau in dieser Range. Und wenn er sich jetzt hier nicht stabilisieren kann, dann rechne ich damit, wenn wir jetzt hier insbesondere ein neues Tagestief machen, dass der S&P 500 dann hier Richtung 2097, Richtung 2092 und dann vielleicht sogar Richtung 2085 zurückfällt. Ja, das sind hier die Aussichten für den S&P 500 eben auch trüb. Kann sich, wie gesagt, hier in Sachen Volatilität alles nochmal richtig entfalten, wenn dann die Fed-Chefin spricht, Janet Yellen um 20 Uhr. Aber es wird heute sicherlich ein signifikanter Tag, der hier noch ein bisschen was an Überraschung verspricht. DAX, wie gesagt, jetzt nochmal ein bisschen erholt. Jetzt sind wir nur noch bei minus 2,8%, aber die Bären hier eindeutig im Vorteil. Nasdaq 100, der sieht nicht ganz so angeschlagen aus. Technisch, der Nasdaq 100, gute Aussichten, eigentlich ganz gut. Wir haben hier jetzt eventuell für den Fall, dass es sich hier nicht ganz so ausdehnt, nur ein Pullback an das frühere Ausbruchslevel 4465 Punkte beim Nasdaq 100. Zugegebenermaßen, wenn die Märkte hier ein Stück weit kollabieren nach unten, dann wird der Nasdaq auch nicht hier Halt machen. Er hat aber theoretisch die Möglichkeit hier zu stoppen. Ich erwarte aber, wenn die Märkte stärker korrigieren, dass auch der Nasdaq hier nochmal in Richtung 4.350 zurückfallen könnte. Gar keine Frage. Kann ich mir gut vorstellen. Im bullischsten Fall, wie gesagt, sehen wir gar nicht so einen tiefen Rücksetzer, sondern 4.465 und dann geht die Party direkt weiter ab. Also der Technologiebereich aus den USA, in den USA, sieht hier noch erstaunlich gut aus. Entgegen des S&P 500, entgegen dem DAX. Also die amerikanischen Indizes kann man eh nicht 1:1 mit dem DAX vergleichen aufgrund der künstlichen Gestalt in Sachen des Performance-Indexes, der gepimpte DAX sozusagen. Aber dennoch, wenn man die Marktgegebenheiten einfach vergleicht, okay, und hier Rücksetzer sieht beim DAX und auch beim S&P 500, zeigt sich beim Nasdaq 100, dass der hier relativ strukturell gesehen noch ganz gut ausschaut. Hier wird es erst richtig kritisch werden, wenn wir die 4.350 nach unten auflösen. Aber könnte dazu kommen. Zunächst erwarte ich aber, wie gesagt, auch hier noch leichte Schwäche. Das könnte sich auch wieder nur umkehren, wenn wir hier signifikant über das heutige, schrägstrich gestrige Tageshoch rausziehen. Dann hätten wir hier sicherlich noch kurzfristig weiteres
Potenzial auf der Oberseite in Richtung All-Time-Highs. Hier 4816, das wäre das All-Time-High aus dem Jahr 2000. Das müssen wir eigentlich noch abarbeiten, aber wie gesagt, die dunklen Wolken ziehen auf. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es dann gewesen für den JFD Live Trading Ausblick am heutigen Tag. Heute mal wieder drei Sendungen, aber das war auch eventgebunden, fast schon notwendig. Es gab hier den einen oder anderen Tiefschlag, Seitenschlag. Ich hoffe, ich konnte Sie gut informieren. Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Wenn Sie mögen, schalten Sie einfach die Tage wieder ein. Immer wieder mal im Stream vorbeischauen, einfach Follow klicken und dann die E-Mail-Funktion einstellen. Da werden Sie auch immer informiert, wenn ein neuer Stream-Post in den Äther läuft. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen restlichen fantastischen Sonnentag und ich sende einen auf bald in den Äther. Ihr Christian Kämmerer, beste Grüße und tschüss.